Mehr als bereit. Wir wären dann soweit. Schiff vom Stapel gelaufen. Schiff vom Stapel gelaufen. Wir konnten einfach nicht länger warten. Schiff vom Stapel gelaufen. Schiff vom Stapel gelaufen. Volle Segel! Achtung! Admiral anwesend! Sind unterwegs! Du hast wohl vergessen zu fragen. Ei! Die Menschen lassen sie hochleben. Soll ich schon mal einschenken zum Anfang? Oh ja! Ja, ja!
Bereit für den Einsatz. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Stillgestanden, der Admiral. Ein Teil von uns wäre hoch erfreut, ließe sich die Schlacht von Trelawney wiederholen. Wenn das hier Unterdrückung ist, dann gefällt's mir. Sind unterwegs. Die Feierlichkeiten sind beendet. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ich sehe immer wieder die gleichen Gesichter. Endlich am Ziel. Dann sehen wir mal, ob es die Reise wert war. Schiff vom Stapel gelaufen. Wie wär's mit einem Schirm für Regen? Neue Befehle? Flotte erwartet Befehle. Mehr als bereit. Volle Segel! Die Menschen lassen sie hochleben.
Flotte legt ab. Flotte beginnt Geleitschutz. Offenkundig sind wir nicht die Ersten, die Old Nates Dienste beanspruchen. Doch bei Gott, wir werden die Ersten sein, die das Zepter bergen. Laufen Koordinaten an. Gestatten, Vasco Oliveira. Ich verwalte die höchst vertraulichen Geschäfte von niemand Geringerem als König Joao, Herrscher von Akoroa oder auch La Corona, wie der Plebs zu sagen pflegt. Wir sind nur gekommen, um einem einstmals mächtigen Imperium am Grab seiner größten Flotte die letzte Ehre zu erweisen. Seine Beweggründe sind allzu offensichtlich. Sie gleichen sich mit unseren Motiven. Das Zepter wiederzuerlangen. Unsere diplomatischen Beziehungen zu La Corona würden einer Konfrontation nicht standhalten. Ihr müsst ihrem Abgesandten mit redlichen Mitteln zuvorkommen. Gib Acht vor den Kraken! Sie umklammern ihre Schätze mit aller Macht! Flotte legt ab. Flotte segelt in Formation. Kran anhalten! Flotte bereit. Flotte unterwegs. In die Takelage. Achtung, Admiral anwesend. In die Takelage! Laufen Koordinaten an! Ich hoffe, du vergisst nie, wer dein Wohltäter war. Ist das etwa wohl wahr? Das Tagebuch von Admiral Nadaski, dem engsten Vertrauten meines Herrn Vaters? Dieses durchweichte Tagebuch befindet sich in einem schrecklichen Zustand. Ihr habt nicht zufällig Restauratoren zur Hand? Admiral Nadaski mag auf der Seite der Sieger gestanden haben, doch Vater sagte immer, das Zepter sei durch seine Leichtfertigkeit den Wellen anheimgefallen. Von mir aus freigegeben. Ich verneige mich in Demut. Ich wusste nicht, dass es so gut um ihr Reich bestellt ist. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an.
Der kaiserliche Hof wird von ihrem Fleiß und Ehrgeiz erfahren. Wo du bist, ist vorne. Aber warum? Klingt ganz vernünftig, findest du nicht auch? Jetzt habe ich ganz vergessen, meine Berater zu fragen. Alles in Ordnung soweit. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ich habe da eine fette Gelegenheit aufgetan. Das war's. Jetzt lass mich in Frieden. Bei allem, was die gute Beryl über dich weiß, solltest du jetzt übers Stöckchen. Sie haben ein kaltes Herz. Du hast einen ganz schlechten Charakter. Wirklich. Die Waffenruhe wurde beendet. Ein Skandal. So sei es. Ohne Selbstbeherrschung wären wir nur Tiere. Sag's nicht meinen Beratern, aber ich kann's nicht leiden. Ein Berg kann sich nicht drehen, eine Straße schon. Spülen wir die Tassen aus. Schau. Frauen anhalten! Frisch wie eine Frühlingswiese.
zum Horizont! Was ist? Hey, ich versuche hier nicht weiter aufzufallen. Lotte unterwegs. Mehr als bereit. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Steuermann! Eine bemerkenswert effektive Heilung. Neue Befehle? Ball drehen! Neue Befehle? Tipptopp. Sind unterwegs. Dran anhalten. Thank you.
Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Die Pracht dieser Stadt wächst mit jedem neuen Tage. Neue Befehle? Na, hast du was zustande gebracht? Das war eine schöne, runde Sache. Zum Horizont! Welch freudvolles Abbild von... Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Unterwegs!